Das ist wahnsinnig belastend. Na gut. So, Bologna, du doofe Kuh, was soll das hier? Wollen das Bologna jetzt ja auch alles kaputt gemacht, so die öffentlichen Gebäude erstmal kaputt macht. Der ist ja gut jetzt, ich habe doch gesehen. Aber so. Machen wir das danach, falls dann da überhaupt noch alles steht hier. Ja, wir können halt nur noch eine Armee herstellen. Ja, ja, ich kann noch mehr herstellen. Da sind ja nicht so viele mehr drin. Nerv. Aber das wird jetzt nicht zivile Revolte, Mann. Da habe ich jetzt wirklich da... Nee. Also einfach nee. Ich würde einmal reparieren. Eure Majestät, abrücken. Wir haben hier Ruhe. Perfekt. Du gehst hier nach, damit... Okay, Toulouse gibt immer noch keine Ruhe. Nice. Ein bisschen was her. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Siedlung belagert, Zaen. Aber war nicht noch irgendwo anders Aufstand? Boah, Wien, Alter. Bitte du jetzt nicht auch noch. Eure Majestät, mein Herr. Ja, hä? Jetzt ist Prag sauer? Ich raff das nicht. Also manchmal raff ich das nicht. Da machen wir das hier und das hier. Zack, zack. Lasst mich zuschlagen, Herr. Und hier ist tatsächlich nichts passiert. Das ist ein Wunder. Aber ein gutes. Ja, dann, Eure Majestät, Befehle. Befehle. Will ich raus, dich raus. Ein bisschen Bodentruppen dazu. Jetzt ist die Frage. Das ist, glaube ich, Schmutz. Ich werde jetzt mal was versuchen. Wollen wir dazu, warum nicht? Okay, lass uns mal kurz schauen, was wir da haben in Nürnberg. Nürnberg ist ja plötzlich voll geworden von eben leer. Das ist machbar mit unserer Armee, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wir haben gute Truppen, die sind eher so... Ja, es sind ein paar gute dabei, aber auch halt schlechte. Was haben wir da dran? Ups. Nein, nee, ich würde gerne die Armee sehen dahinter. Oh, feudal schmeckt. Auch das schmeckt. Das ist okay. Aber auch sehr viel Schmutz. Wir könnten es schaffen. Und ich glaube, das ist auch gleicher Schmutz bestimmt. Und du gehst bitte nach Frankfurt. Das dürftest du auf jeden Fall schaffen. So, ich gehe jetzt lieber gerade nochmal alle Siedlungen durch. Hier haben wir jetzt gerade... Ah ne, Bologna. Eins, ne, waren drei Städte, dann dürften das alle gewesen sein, die Aufstand machen. Okay. Oha. Nisea ist nicht gut geschützt. Ah, da krieg ich schon wieder... Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, ey. Nehmen wir wieder ein bisschen was her. Konstantinopel hätten wir zum auch noch Verstärkung. Wohin war der Kreuzzug gerade? Jerusalem. Ja, wir stellen mal doch nichts her. Ah doch, wir stellen mal was her. Okay, wir bleiben mal doch dabei. Besser is it. Und ich frage mich, wann die Timuriden kommen. Die müssten auch demnächst mal an die Tür klopfen. Wird auch jedenfalls dann ganz lustig. Sain. Ich würde was gerne aus Paris rausnehmen. Um die da oben zum Angriff zu zwingen. Ach gut, das hat ja wieder spitze funktioniert. Eure Majestät. Schauen wir uns mal kurz diese Armee an. Ach du Scheiße, das ist nicht ohne. Dann würde ich da doch wirklich um einiges mehr hinterher schicken wollen. Das dürfte schaffbar sein. Bei Paris mache ich immer noch ein bisschen Sorgen, weil der Typ das irgendwie alles aufrechterhält. Dann bauen wir mal hier meinetwegen eine Kapelle, eine orthodoxe, whatever. Und hier stellen wir mal einen Priester her. Genauso wie, hier kann ich nicht, nice. Und hier gibt es auch Ärger, ja. Nichts Neues, nichts Neues. Würde ich mir mit rüber schicken. Was haben wir da drin? Ah, wir werden... Na, es dauert zu lange. Der schafft es nicht rechtzeitig. Nehmen wir rüber. Jetzt macht Staufen Ärger. Muss Staufen kurz eine Runde klarkommen mit. Werden sie auch. So, diese Runde würde ich dann keinen Angriff mehr starten. Ich würde gucken einfach, was die jetzt machen. Ein bisschen reagieren drauf. Frag stellen wir her. Ich hoffe, das beruhigt sich wirklich alles. Okay, laut Map ist auch Bologna noch nicht an den Feind gefallen. Das ist ja wenigstens etwas. Okay, und hier geht jetzt alle. Hier geht es jetzt richtig ab, Saste. Ich spiele die kleine Armee. Das möchte ich nicht. Werden die das schaffen, aber nicht gegen die Verstärkung. Ich würde dann sagen, raus da. Mache ich lieber so. Dann lieber ohne Verstärkung spielen, aber dafür die Hauptarmee direkt steuern. Okay, das geht jetzt richtig krass.
Ulrich von Darmstadt. So, die Armeen kennen wir jetzt ja mittlerweile. Wir haben gut ein paar Speerträger dabei. Drei Armeen oder sagen wir zwei ein Drittel vielleicht. Dann haben wir ein paar Bauern, so, das ist alles nicht der Rede wert. Wir müssen aber natürlich trotzdem gucken, dass wir schon die Belagerungsgeräte hier ausschalten, die Artillerie. Aber wir haben so viel Kavallerie dabei. Pff. Wahnsinnig easy. Hier haben wir noch Kavallerie, die können wir überrennen. Harold von Österreich können wir auch überrennen. Hat halt auch viel Schmutz dabei einfach, muss man so sagen. Also eigentlich müsste es jetzt gut möglich sein, Nürnberg einzunehmen. So, nochmal schnell ein Schlückchen trinken. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ah, die kommen ja direkt raus, die Schweine. Ich entsinne mich da an was. Okay. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht die Luzi richtig ab. Okay, ist alles gut. Okay, wenn die Feindliche verspätet ist, ist gut. Das Ding ist, die kommen jetzt alle rausgelaufen und die Türme schießen. Das ist eigentlich auch nicht geil. Wir müssen uns jetzt ganz schnell nach hinten bewegen. Ein gutes Stückchen. Und zwar rennen, genau. Am besten ist es, wenn ich die so zusammenziehe, wie sie gerade schon auf der Seite stehen. Sprich, euch hau ich eine Armee. So. Muss ich ja selber gerade mal gucken. Nein! Ach. Euch stelle ich dann erstmal hier hin. Weil ich es gerade einfach nicht besser weiß. Und euch stelle ich dann hier erstmal hin. So, an den Befehl, dann gib mal Gas. Besser ist es. Damit ihr nicht mehr in der Reichweite von diesen scheiß Türmen da seid. Wenn die jetzt meinen Ramburger kaputt machen, wäre das schon ein richtig krasses Ding, ey. Und dann, wenn sie sich dann wieder reinverziehen, dann habe ich nämlich ein Problem. Wäre schon wahnsinnig assi vom Spiel jetzt. So, lass mal kurz schauen. Aufstellung steht, das freut mich. Ich meine, du bist doch die 2, soll mir recht sein. Du bist die 3 und du bist die Number 1. Ich würde sagen, ich bin mir sehr zufrieden. Die Aufstellung ging recht schnell. Das ist gut. Wir werden gleich schon schießen. Ja, stellen sie schon mal auf. Ambruschschützen tun noch nichts. Die kommen sehr nah nach vorne. Die kommen in Richtung direkt zu mir. Das ist nicht geil. Wir ballern direkt drauf. Der Kavallerie kommt 2 Sekunden später. Ich warte erstmal, bis der erste Ansturm da ist. Ja, ich heile schon mal hier ran. Auch da. Okay, das muss jetzt einfach sitzen alles. Das muss jetzt einfach sitzen. Oh, es leckt. Uiuiui, schnell runter. Unser General macht nichts. Kannst ja am Tor meinetwegen warten. Und die Leute abfangen, die abhauen. Wir sind die ganzen Belagerungsgeräte, alles klar. Ja, wir hauen hier auf jeden Fall ordentlich rein, aber oh, die halten auch gut stand, meiner Meinung nach. Die Gegner kommen von hinten. Das ist aber die kleine Armee, die kleine Verstärkung. Das ist okay. Wenn sie jetzt schon die große gewesen wäre hinter uns, das wäre Schitte gewesen. Okay, und hier können wir jetzt, guck mal, das Ding ist, genau, hier können wir jetzt nämlich ordentlich absahen. Alles, was hier reinrennt, da holen wir uns. Wir brauchen den General jetzt aber mal so langsam. Da ist er. Der hält schon sehr lange durch. Respekt dafür. Und du hier, alles mitnehmen, Junge, wirklich alles mitnehmen. Nimm mit. Wahnsinnig lecker. Die ganzen Truppen werden nicht mehr kämpfen können. Stellt euch am besten noch ein bisschen, wobei hier wird geschossen. Gehen wir ein bisschen von den Rand vielleicht. Alles mitnehmen. Okay, werden immer weniger und die Verstärkung ist jetzt gleich da von den Gegnern. Ja, ich würde hier gerne bei den Generalen noch irgendwas hinschicken, aber ich habe gerade hier nichts. Okay, Verstärkung ist auch da. Rauf da, hol euch den General. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir den jetzt kriegen. Wo ist er? Wo steckt die Hanswurst, Alter? Da ist er. Oh, der blutet auch gut. Macht ihn weg. Der kann nichts. Der kann halt echt nichts.
Sehr gut. Lied, der ist tot, da fliegt gar nichts mehr. Sehr schön, damit haben wir die erste Armee abgewehrt. Und jetzt, Verstärkung ist on the way, dann lass mal ganz schnell reagieren hier. Verstärkung kommt von dort, dann können wir uns da auch schon mal hinstellen. Für die letzte, für den letzten Ansturm hier. Rein mit dir. Kommst du rein? Kommst nicht rein. Sehr schön, den Hauptmann haben wir auch. Das Ding ist, die Türme schießen. Die ganze Zeit. Und das ist halt Shitte-Titte. Komm rein damit, ja. Rein. Perfekt. Gönnt ihr euch den da? Oder nach dem? Sehr schön. Dann wollen wir mal. Kannst dich schon mal hier hinstellen. Und du kommst hier mit zur Unterstützung. Damit wir alle schön abrasen können, was da kommt. Sehr schön. So läuft doch der Hase. So, dann haben wir wieder die Nummer 1 hier. Das ist nicht sogar der General, der da kommt? Alle Zeit der Welt, ne? Da würde ich auch easy drauf zulaufen jetzt. Also, das verstehe ich auch nur so halb. So, die Verstärkung kommt so peu à peu. Sprich, die kommt aller lecker. Ja, auch mal lecker rauf da. Okay, Unterstützung für hier hinschicken. Da sehe ich ja gar kein Problem. Auch da. Oh, durch den nächsten General. Die fliehen auch alle. Drin sind die auch schon, sehe ich, ne? Die sind da hinten reingelaufen. Warum ist denn der General hier außen rumgelaufen? Bist du doof? Also schmeckt mir natürlich jetzt sehr gut, aber ne, verstehe ich nicht. Sehr schön. Rein hier, bevor der Tor wieder zugeht, habe ich keinen Nerv zu, dass ich das irgendwie aufbrechen muss. Jetzt hier die Nuss. So. Und das Ding ist, jetzt müssen wir eine ganze Armee hier irgendwie aufhalten. Geil. Rauf da. Geht mal ganz schnell rauf da. Vielleicht können wir noch rechtzeitig die Stadtmitte erreichen. Die Gegner haben auf jeden Fall keinen General mehr. Niemanden, der sie führt. Alle rauf da. Weil die Gegner werden jetzt auch nach und nach in der Mitte, Stadtmitte ankommen. Vielleicht kann ich dann rechtzeitig auch agieren. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, Alter, dass die jetzt alle da reingelaufen sind. Der Sergeant-Speerträger ist scheiße, Junge. Ist halt einfach Fakto, Dakto. So, gehen wir wieder von der anderen Seite ran. Ja, komm, geht einfach rauf da jetzt. Ich würde am liebsten ein paar von euch irgendwie kurz abkapseln. Kommt mal wieder her. Um auf die Speerträger zu gehen. Damit die nicht auf meine Kavallerie gehen. Ja. Passt. Was kommt da noch? Ein bisschen Katapulte und so, aber das ist okay. Was steht hier? Auch Katapulte. Ja, ist entspannt. Und du kannst die Katapulte dann vielleicht mal abfangen. Holt's euch alle. Die können nix. Und bevor jetzt hier gleich geschossen wird, noch mit Katapulten nun. Worauf ich verständlicherweise nicht so Nerv hab. Fängst du mal bitte den ab her. Sehr gut. Ne, alle bitte. Nicht nur so vereinzelt schon wieder. Ja, General kriegt bis auf die Schnauze, aber eigentlich sollte der das schaffen. Wo steht denn der? Wo ist mein General? Ach, da hinten, Alter, blutet nicht mal, entspannt.
Sehr schön. Damit haben wir das geschafft. Also das Heilige... Das war, ihr habt gesehen, ihr seht es ja selber. Wir haben noch... Sich, wir haben richtig... Der spricht mir gerade dazwischen. Was soll denn das jetzt hier? Dankeschön. So, mit unserem Kaiser haben wir jetzt richtig hart gewonnen hier. Das wäre auch wesentlich schwieriger gewesen gegen das Heilige Römische Reich. Da hätten sie bessere Truppen gehabt. Und wäre die größere Verstärkung direkt da gewesen. Dann wäre es schwierig geworden. Ja, ausradieren, Alter. Ich habe keinen Bock auf eine nervige Stadt, die andauernd Ärger macht. Zagreb ist jetzt rot. Das ist... Oh, lass uns gehen, Alter. Gebt uns bitte 3 Runden lang über 3000 Gulden. Ganz bestimmt. Für euren Waffenstillstand, der eh nur 2 Runden hält, Junge. Kann ich mir auch den Arsch mit abwischen mit dem Geld. Habe ich mehr von. Heirat abgewiesen. Was auch immer. Das machen wir. Laufen. Zagreb gab es auch Ärger, ne? Also so kurz davor gefühlt. Eure Majestät, marschiert! Okay. Machen wir so. Staufen. Da wollen wir sowieso herstellen, also passt das. Stellen wir ein bisschen was Ehre. Ja gut. Fußtruppen kann ich gar nicht machen. Ist das Gebäude gerade kaputt? Nice. Und der greift immer noch nicht an. Okay, er wartet aber gut dann. Dijon ist ruhig. Er kommt hier gerade wahrscheinlich nach Toulouse. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, dass er an uns vorbeirennen möchte. Aber auf jeden Fall noch ein bisschen was her. Der ist auch schon nächste Runde da. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Kommt dann auch rechtzeitig an. Bordeaux bauen wir aus. Ist natürlich wahnsinnig teuer. Was tut mir nicht alles? Wir stellen her. Das Bordeaux erstmal sicher. Oha, hier ist eine richtige Armee wieder. Wie es die Ehre gebietet. Ja. Nürnberg sind jetzt meine Leute drin. Das heißt, du gehst nach oben und machst das da. Oh, du gehst. Ja, geht auch nur so halb schon wieder. Du gehst raus. Du gehst raus. Deswegen kommt ihr immer rein her. Du gehst raus. Du gehst raus. Und wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt gerne auch generell dich komplett rausziehen. Perfekt. Ja, schön, können wir vielleicht nächste Runde. Und dann rennt der jetzt nach Frankfurt. Frankfurt ist aber viel los, du. Oh Mann, Mann, Mann. So, wir haben keinen Spion, ist da oben draufgegangen. Hier haben wir noch einen Spion. Oh, aber auch schon älter, ne? Da holen wir uns mal einen neuen. Ach, lol. Ah, moin, ich bin auch wach. Ey, was soll das denn jetzt? Hier habe ich komplett vergessen. Sieht man auch nicht so häufig. Ein Spion, der 26 ist, also noch relativ jung. Und schon so talentiert ist. Wobei Spione ja auch nicht so wichtig sind. Nur halt, du kannst sie halt hier umherschicken, hast eine gute Sicht, aber du musst damit jetzt keine Truppen, sage ich mal, ausspähen. Weil meistens reicht es schon, wenn du einen Agenten, auch einen Diplomaten an der Armee stehen hast dran. Da siehst du auch meistens schon die ganzen Gegner. Also ist das eigentlich fast unnötig. Attentäter ist immer sehr geil, wenn der jung ist und viel Talent hat. Aber gut, das ist eher seltener. So, Ungarn hat sich keinen Meter bewegt da. Interessant. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Sahin, warte ich nochmal. Eine Runde warte ich noch. Aha, guck mal, da sind sie. Mit Verstärkung haben wir am Start. Sehr gut. Und er hatte gar nicht so schlechte Männer. Ja, das ist echt, also bis auf das hier, ist das hier echt nicht schlecht. So. Also wir brauchen auf jeden Fall unsere Verstärkung direkt am Anfang. Wir können nicht auf die warten. Und am besten müsste die Verstärkung von hinten dann reinballern. Okay. Die Lage in der Schlacht scheint sich gegen uns zu. Dann lass uns mal schauen, wie wir das machen. Also wir haben 2 Mauerringe. Für den Fall der Fälle. Nur ich weiß eh nicht, ob wir da so uns so hart zurückziehen können. Oh, das wird nicht lustig. Das wird nicht lustig. Noch ein bisschen näher. Dann muss ich die Mauer auch noch besetzen. Mit halt relativ schlechten Soldaten. Tut auch weh. Ja, und das mehr habe ich hier nicht. Das ist ja richtig schmerzhaft. Okay. Kann ich euch irgendwo rausschicken, euch beiden, um von hinten zu agieren? Die Gegner sind hier vorne. Ich schicke die mal direkt raus, meine Kavallerie.
Und Verstärkung ist da und kommt ja nicht von hinten. Aber sie kommt wenigstens. Man muss es ja auch mal positiv sehen. Sehr gut. Weg, 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 weg. Und ihr kommt aber jetzt mal ganz, ganz schnell her. Und ihr geht bei euch hier rein. So. Wir können versuchen, jetzt hier mit der Kavallerie von hinten ein bisschen zu ärgern. Nur auf den nächsten rauf. Nächsten Rambock. Rambock bitte, hier nicht auf, auf die irgendwelchen anderen Kram hier. Das sind auch nur Bogenschützen. Die sind egal, die sind nicht so stark. Sehr gut, nächste Armee ist weg. Armee, ne? Das sind die Speerträger, die sind jetzt auch sofort weg. Das sind Speerträger, aber das sind nicht viele, deswegen dürfen wir es eigentlich schaffen. Ja, und weg sind sie. Das hat der Schwachspitze funktioniert. Normalerweise gehen die gar nicht so nah dran an die Gegner, weil sind Fernkampfbogenschützen, aber jetzt natürlich, wo ich sie spiele, natürlich machen sie es da. Wahnsinnig, naja, unsinnig. Was soll das denn da? Haut ab da jetzt. Oh, ich krieg die Krise durch euch. Jetzt kommen sie da rein. Oh, seid ihr inkompetent. Ja, jetzt kommen sie nämlich rein. Kriegst die Tür nicht zu. Die sollte raufgehen. Hallo. Das ist Befehl. Ja. Können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Wo ist jetzt hier die Stadion mehr? Okay. Wir haben unsere Mauern erreicht. Zeit fürs Abschlachten. Der Feind hat es schwer erwischt. Nee, bitte hier auf die rauf. Ich gebe einen einzigen Befehl. Mehr tue ich doch gar nicht. Auch da. Scheiße. Ich habe zu viel geplayt. Ich habe zu hart geplayt. Aber ich musste es tun. Manchmal funktioniert es ja auch. Ne? Ballert mal rein da. Ja, ist ja gut. Und meine Verstärkung kommt außen rum. Ich kriege die Tür nicht zu. Ja, beste Armee EU-West. EU-West, das ist immer geil, sowas. Und sie sind... Oha. Haben wir jetzt den Hauptmann auch endlich mal. Die sind wahrscheinlich schon total im Arsch, ne? Erschöpft. Surprise, surprise. Braucht er. So, bevor ihr wieder meine Männer abballert, was ihr immer gerne tut, haut bitte ab. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Komm schon. Wir hauen doch gerade richtig von hinten rein da. Liegen die gerade alle? Willst du mich verarschen? Ab in den letzten Ring. Oh, Spiel. Auch deren Hauptmann ist tot, nicht nur meiner. Ja, vielleicht können dann meine Briten Bogenschützen noch irgendwas regeln hier. Ey, ihr seid leer von den Schüssen. Und die fliehen, Alter, nach einem kurzen... Naja, gut. Auch die sind gleich leer. Und sie sind leer. Noch wendet. Doch eine Niederlage scheint fast sicher. Aber bleiben wir mal da draußen, bitte. Wir sammeln nochmal alle Truppen. Ich habe gesagt, alle, dass sie reinrennen sollen. Es ist ein Fest. Es ist ein Fest. Ah, so ist das. Unsere Männer haben lange gekämpft und sind müde. Ich habe auch lange gekämpft hier, ey, und ich bin auch müde. Belastend. Das ist belastend. Alter, was das für ein Pipifax an Truppen ist hier. Ja, bleibt ihr schon wieder davor stehen, oder was? Wollt ihr mich beleidigen? Mit eurer Inkompetenz hier. So, und jetzt ballern die aber hier. So, das zieht sich auch viel mehr an die Länge, als ich wollte. Hier sind doch noch welche, hol die doch mal.
Haben doch gerade auch sogar Leitern in der Hand. Die haben Leitern in der Hand. Ja gut, können natürlich auch fallen lassen, nevermind, ne? So, wird das jetzt hier noch was, oder? Wie sieht das jetzt hier aus? Ich glaube, wir müssen kurz warten, oder ist das Spiel jetzt überfordert? Ja, werden die nicht schaffen, müssen wir nicht versuchen. Da sind welche. Wo sind die letzten? Da. An einem Rambock dran, aber machen nichts. Ach ja. Eigentlich müssten wir nochmal rauslaufen dann, okay. Wo sind die? Da. Ja, das Ding ist immer, aber an einem gewissen Punkt fliehen die meiner immer dann von innerhalb von 2 Sekunden, auch wenn es eigentlich zu schaffen ist. Wir haben jetzt hier gerade so viele Männer noch übrig und die haben eigentlich nicht mehr ansatzweise so viele. Und ihr seht hier, die fliehen direkt, ich weiß nicht mehr warum. Warum fliehen die? Hier waren nicht mal Gegner. Weißt du, wie ich meine? Und das raffe ich dann immer nicht. Ich habe gar keinen Grund zu fliehen. Oh, schon mal stopp. Stopp. Jetzt macht ihr keinen Pipifax. Dann kommt. Enttäuscht mich mal nicht. Ihr seid so viele. Guck mal, die fliehen sogar schon. Nimmt am besten ein paar mit. Die buggen halt hart fest, ne? Aber es geht trotzdem irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo die alle gerade fallen. Wahnsinnig buggy. Die Schlacht steht zu unserem Gunsten. Können wir noch was mitnehmen da? Standhaft und aufrichtig bleiben. Ja, wird schon passen, die fliehen ja eh. Auf da. Jetzt flieht nicht nach 2 Sekunden. Das ist easy schaffbar für euch alle. Das müsst ihr eigentlich wissen. Guck mal, was da alles noch rauskommt, Alter. Gar keine Chance. Auch wenn die dicke Rüstung haben, haben die keine Schnitte. Aber sie kämpfen hart. Guck mal, die, Alter, die haben Sitzfleisch, Alter. Nicht so wie ihr hier. Sind ja schon wieder die Ersten. Dankeschön. Boah, ey, pff.